Oh mein Gott. Who's that Pokémon? No way for you! Jetzt mal eine schöne Runde Sweet Home Alabama einspielen hier. Meine Freundin kommt aus dem Saarland. Aha! Ne? Da haben wir dich schon, Kollege. Was ist das denn für eine Q? 1330? Goddammit, Aber jedes Mal, wenn ich Sweet Home Alabama im Lied im Dings anspiele, schreibt irgendwer in Chat, ey, das Saarland, ne? Wo kommt denn das her? Was haben wir denn gegen das Saarland? Also ich habe auch was gegen das Saarland, ne? Aber ich will nur wissen, warum wir generell was gegen das Saarland haben, ne? Ich bin sauer. Warum sind wir sauer, Leute? Ne? Nur damit ich, ne, so visualize das mal für mich hier. Boah, ich glaube, der schönste Urlaub, den ich je in meinem Leben gemacht habe, war der Thailand-Urlaub mit meinem Bruder. Weil, also, diese Zeit, wo ich, am Anfang waren wir fünf, ne? Und am Ende waren wir nur zu zweit noch. Wir sind einfach zu zweit, wir haben uns so Mopeds ausgeliehen und wir sind einfach über diese Inseln gefahren und zu entlegenen Stränden und haben Museen angeschaut und Sehenswürdigkeiten und waren in so einem Safari-Park und so. Und du warst da so frei, die Leute waren so nett, es war so geiles Wetter. Ich bin einfach mit meinem Bruder da rumgekurvt die ganze Zeit. Was war mit den anderen? Ja, also Xio hat sich das Bein gebrochen, Bröki hat sich verbrannt, Sonnenbrand, durfte nicht mehr in die Sonne. Der Matthias hat die Masern bekommen und war in der Intensivstation und wurde da mit so einem Schnellboot hingefahren. Ja, mein Bruder und ich waren kerngesund. Also, ich muss picken. Ja, precious Memories, Leute. Ja, in Thailand, Bröki hat am ersten Tag 45 Grad im Schatten, hat er gesagt, ey, ich brauche keine Sonnencreme. Wir halt mit 60er Sonnencremeschutz, ne? Oder was es da gibt. Und dann Bröki hat gesagt, ey, nee, ich gehe für die Farbe. Wir waren komplett eingeschmiert von oben nach unten. Und er hat gesagt, ich gehe für die Farbe. Dann hat er sich da raus, der war letztlich ein Brikett danach, ne? Der war gegrillt, so, der war gut durch. Und dann hat er 2 oder 3 Wochen von dem Urlaub, musste er immer in den Hotelzimmern bleiben und wir durften nur noch in Hotels geben, wo es eine Mikrowelle gab, ne? Also wir haben dann so kleine Wohnungen so gehabt, weil wir ihm dann praktisch, der hat sich nur von so Burgern ernährt, von irgendeiner großen Kette. Und dann ist er danach war er dann praktisch fertig, ne? Und konnte wieder raus. Dann hat er, der erste Move, als er wieder rauskommen konnte, war, dass er sich eine Glatze hat machen lassen. Der hat auf Twitter eine Umfrage gemacht, was für eine Frisur er machen soll. Und dann hat er sich einfach eine Glatze gemacht. Weil natürlich, ihr wisst, in der Twitch-Chat, Twitter, da wird natürlich immer die trolligste Option genommen. Das heißt, es war zwischen Fukulele und Glatze. Das hat er auch schon erzählt, wie er uns bei der Nachtwanderung erschrecken wollte. Ja, ich hatte mal ein Mod-Treffen organisiert und habe alle Mods zu mir eingeladen. Und dann haben wir eine Nachtwanderung zusammen gemacht, ne? Und ich hatte den ingenious Plan, mit einer Gruppe die zu erschrecken, weil das ist halt, also da bist du halt mitten im Wald, ne? Und das ist alles dunkel. So. Haben die aber sich mit dem Handy einfach selber navigieren können und sind gar nicht mehr bei uns vorbeigekommen. Und dann haben wir da ungefähr eine halbe Stunde gewartet, ob die zurückkommen. Und uns da die Füße in den Bauch gestanden. Klasse Idee. Das ist actually ein Hilo-Game, ja. Das sollte auf jeden Fall ein Grandmaster-Level-Game sein, ja. Spaß, ey. Ich meine, wenn wir ein bisschen climb mit dem Account, kriegen wir wieder diese ganzen geilen Games. Hat sich Mitte wirklich verschlechtert zu spielen. Also ich würde sagen, Mitte fühlt sich noch mal schwächer an als letzte Season. Ich finde, Mitte war letzte Season schon nicht mehr so geil. War halt noch okay. So, ich finde, Mitte ist jetzt noch mal schlechter geworden, ja. LOL! Ich dachte, der grieft komplett. Ich glaube, Syndra ist einfach in allen Bereichen besser bisher als Victor zurzeit. So, sie macht mehr Schaden, sie ist stärker im Early, sie ist stärker im Late. Würde ich behaupten, das Einzige, wo Victor besser sein sollte und könnte, ist Sidelanen vielleicht. Wegen dem Movement Speed auf dem Q. Ich glaube, Sidelane ist er besser. Ich hätte da wahrscheinlich dem Ringer beide Kills lassen sollen. Aber es ist halt, für mich ist halt super nice, ne? Wenn ich auch was kriege von da. LOL. Sterbe ich da jetzt? Bitte nicht. Mein Gott, das Game ist sehr, 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 sehr dumm für die Gegner. Wer ist dieser Heimer? Das ist der Gottvater von Heimerdinger Support.
auf EOS. Just an Engineer. Der hat den auch vor den Worlds gespielt. Das ist ein absolutes Mastermind auf dem Pick gewesen. Ja, der spielt den schon seit sehr, sehr langer Zeit. Oh mein Gott. Ich hasse alles daran. Das ist so bad von mir gewesen. Ah, ich bin im Busch, trapped 2 Minuten und verfehle meine Combo aus dem Busch raus. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Und dieses Game Liandry's. Bei Liandry's geht es immer darum, wie viele Leben deine Gegner haben. Und in dem Game haben die Gegner relativ viele Leben. Die haben praktisch 2 Tanks. Die haben 2 Bruiser. Dementsprechend werden sie relativ viele Leben haben. Dementsprechend ist in meinem Verständnis des Items Liandry's besser. Ja, dürfte leider. Man spielt hier gegen 1 am 16. Dezember. Spielen wir gegen die Eintracht. Der Punt könnte hochkommen, ne? Ich glaube, wir sollten einfach vorsichtig rausgehen. Tatsächlich könnte ich auch mal einen neuen PC brauchen. Ich muss mich da unbedingt mal drum kümmern. Aber ich sag das Legend seit Jahren, dass ich mich da drum kümmern muss. Und ich kümmere mich trotzdem immer nicht drum. Moin. Na? PHL, öfter hier. Ja, sag ich mal. Das ist, dieser Champion ist einfach so wunderschön broken aktuell. Das macht einfach jedes Mal so viel Spaß zu spielen. Weil du darfst einfach alles machen gerade. Die Welt ist deine Oyster. Wir brauchen noch 5 Stacks. Dann haben wir den Big Boy Execute. Ja, kein Flasher, bin ich fein. Moin. Ich hitte sie mit dem Parkour hier. Aber von oben konnte der Victor noch kommen. Okay, komm her. Ich habe noch viel Schaden gemacht. Ich hoffe, es reicht. Sieht sehr, sehr gut aus, dass es reicht, ne? Ja. Oh? Reicht nicht? Es reicht. Hast du nicht einen guten Rechner extra fürs Streamen her? Der war mal sehr gut, aber der ist ein bisschen in die Jahre gekommen, der Rechner. Weißt du, die Sache ist, in der Theorie, ich habe einen besseren Rechner hier rumliegen in einem anderen Raum. Ich habe auch theoretisch ein besseres Mikro, aber ich denke mir halt, solange das hier hält, rumändern, ne? Also das funktioniert halt sehr gut, das Setup, ne? Ich fühle mich damit wohl, ich kenne das, ne? Never change my running system, ich bin da großer Fan von. Das wird vielleicht irgendwann mal mein Verderben, dass ich so unflexibel bin und immer die Sachen alle halten möchte, wie sie sind. Okay, das war absolut terrible von mir, ne? Please sagt mir, gewinnt das. Okay. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht echt GG aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war Victor. Okay. Die Mitte. Hey, der war komplett behind. Der hat gerade einen Penta gemacht. Mit anderen Worten, du bist zu faul, um etwas zu ändern. Naja, gut, was heißt faul? Ich bin eigentlich schon sehr fleißig. Aber ich konzentriere halt meinen Fleiß in gewisse Bereiche meines Lebens und nicht in alles, würde ich sagen. Oh, der hat gerade 2 ganze Items bekommen, der Victor. Ich würd eigentlich sagen, ich bin ein sehr fleißiger Mensch. Überall kommen die TPs von allen Winkeln. Alter, jetzt macht der Atrox einen Pent oder was? Is happening, Alter, wie krass das Game ist. Oh mein Gott, war das ein schlechter Stun. Den kann man ja nicht verfehlen. Nice, wir haben unsere Transzendenz. Okay, let's go, Leute. Das war so gut, bis ich nochmal reingelaufen bin. Das könnte aber trotzdem Game sein. Da war so ein Big Boy Stun. Please, sagt mir, könnte enden. Come on. Come on, come on, come on. Bitte. Okay, der ist noch tot, ja. Sehr gut. Die haben noch einen am Leben da. Oh. Okay. Please. Bitte, wenn die jetzt enden können, bin ich pünktlich. Come on. Please. 12 Sekunden, Victor. Bitte, 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 bitte. Das ist es. Oh mein Gott, ich bin pünktlich. Nein, bin ich pünktlich? Oh mein Gott, der Victor. Nein. Get a boys. Please. Nicht resetten. Go. Ja.
GG mit Blade. Okay. Das war gut. Ich hoste euch rüber zum Event. Wir machen jetzt ein schönes Quiz mit den Boys von Aldi. Ich muss sagen, jetzt mit einem Plus nach Hause zu gehen nach diesem durchwachsenen Tag ist super geil. Ja. Immerhin ein Plus und wir haben endlich mal wieder ein Halo-Game gespielt, Leute. Boah, ey, mein Herz, ne? Meine Pumpe. Wir haben auch nicht so viel Schaden gemacht.